Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Amusement Simulator, Park Simulator. So, wir haben das letzte Mal ja Deko eingekauft und wir hatten als Aufgabe, das auch über F&F zu bestellen. Das hatte ich dann schon gemacht, wo mir dann eingefallen ist, eigentlich bist du blöd, das wollte ich ja mit euch machen. Ich bestelle jetzt mal mit euch nochmal hier so einen Baum. Man sieht, also der kostet 40 Dollar mehr, ne? Aber ist egal, wir kaufen jetzt mal diesen einen Baum. So, der kommt in 1 bis 2 Minuten. Da kommt auch schon unser Chat. Und das Ding fliegt runter und landet direkt hier drin. So wie es sich gehört. So, einen Baum hatte ich nämlich noch bestellt. So, ich lache den mal ganz kurz, ups, hier rein. Dann muss ich nicht nochmal daher laufen, dann haben wir das jetzt. So, und einige Parkplätze sollte ich noch freischalten, weil das ist wirklich etwas wenig los, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, wo wir den platzieren können. Aber ich würde sagen, wir stellen die einfach hier mitten rein. Erfolg abgeschlossen, du hast deine Leistung abgeschlossen. Ach ja, stimmt, das sind ja auch noch einige, ne? Mail, Boxmaschine kurz davor zu brechen. Okay, ich breche auch gleich. Die habe ich gerade vorhin erst. Ja, die habe ich gerade vorhin erst repariert. Okay, jetzt haben wir hier mittendrin einen Baum stehen. Wir haben noch ein bisschen Müll. Wir sollen einen Eiswagen sollen wir kaufen. So. Schauen wir mal. 86, 82. Ich bin eigentlich gerade mal durchgegangen und habe eigentlich alles soweit repariert. 100. Also der hat 100%. Der hat auch 100%. 1200. Ja, es ging jetzt halt eigentlich schnell mit dem Geld auch. 500. Du bist bei 90%. Das passt. Du bist bei 60%. Da kann ich nichts einsammeln, weil das kommt automatisch in meine Börse. Und zack. So, was haben wir hier? 90%. Haben wir gerade eingesammelt. Dann schauen wir mal bei den Buden. 700. Und 240, also da kommt schon immer ganz gut was zusammen. Ich weiß auch nicht, ob ich noch ein paar von den Automaten kaufen soll, weil das Problem ist ja, wenn die hier drin sitzen, solange die hier nicht fahren, verlassen sie das Gelände nicht und der Parkplatz wird nicht frei und dann kommen keine neuen Kunden. Also das ist ein bisschen, bei den Automaten geht es halt ratzfatz, ne? Aber gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Bett. So, wir gehen jetzt einfach einmal ins Bett und fertig. Wir sind immer noch auf Platz 5, aber da fehlt nicht mehr viel und dann holt mich der Looney Land auch noch ein. Ich habe eine E-Mail erhalten, das ist doch schön. Dich muss ich jetzt dann auf jeden Fall tanken. So, aber wir wollen erst einmal hier noch ein bisschen Zeug aufstellen. Erfolg ab. Achso, ja, die Erfolge wollte ich ja machen. Nehmen wir da noch einen Baum. Stellen wir doch da neben dem. Passt. So, stellen wir da noch einen Baum her. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall reparieren, weil sonst geht der komplett kaputt. Gehst du jetzt? Hallo? Mag nicht immer. So, du bist bei 50, dann mache ich dich auch mal schnell. So, schauen wir mal. 78, 80. Du bist bei 90%, 90, 90, okay, da brauchen wir jetzt erst einmal nichts machen, 100%, 100%, okay. Dann holen wir mal noch die nächsten Dekorationen. So, dann haben wir da nochmal einen Baum, lass mich durch. Stellen wir mal jetzt
Schritt daher. Einfach weil es egal ist, wo die Dinger stehen. Mal gucken, ob ich dann den Eis-Dingsi da noch hinbekomme. So, noch ein Baum. Das stellen wir jetzt hier hin. Ich schaue gleich nach. Sekunde halt. So, was haben wir hier? Lampen. Eine Lampe haben wir ja schon dastehen. Stellen wir jetzt einfach mal die andere daher. Upsi. So, dann. Das ist der Brunnen. Mal schauen, wie groß der ist. Ja, den können wir hier mitten reinstellen. Das ist doch gut. Und noch eine Lampe. So, und dich stellen wir. Können wir nicht dahin stellen? Einfach hier mitten rein. So. Dann können wir einmal losdüsen zum Casino. Diesmal sollte ich allerdings wirklich tanken. Weil sonst kommen wir nicht mehr zurück. So, 14 Treibstoff. Dann machen wir den 75er. Weil den 100er, ich weiß nicht, wann ich den kaufen soll. Wahrscheinlich nur, wenn das Auto wirklich komplett leer ist und ich gar nicht mehr es schaffe, hierher zu fahren. Ne? Oh, warte mal, was könnte man machen für ein Upgrade? Geschwindigkeit, Beschleunigung könnten wir vielleicht einmal machen. Beschleunigung ist, glaube ich, ganz okay. Das könnten wir dann auch einmal bei dem Rennwagen machen. Beschleunigung, vielleicht schaffen wir dann den Looping. Aber jetzt brauchen wir erst einmal das Geld vom Casino. Schaffst du die Kurve? So. Und ich habe immer noch nicht dran gedacht, dass ich mal mit den Mädels hier quatsche, ne, wenn es 17 Uhr ist. 4800. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt haben wir 28.600. Das heißt, wir können die Eismaschine kaufen. Mal gucken, wo war das? Hier. Standgeschäft. Schauen wir mal. Also, wir brauchen einen Eisstand für 5.000. Die anderen Sachen gibt es alle noch nicht. Das ist halt auch mit dem Grund, warum wir eigentlich gar nicht weitermachen brauchen, weil es fehlt einfach noch so viel. 25.000. Ja, fast, ne? Also uns fehlen noch 1.000 Dollar. Wir kriegen zwar Geld rein, durch die kleinen Shop-Dinger, aber das dauert ja auch ein bisschen. Schauen wir mal, wie groß dieser Eisding sie ist hier. Und dann sollten wir eigentlich auch noch mal Parkplätze freischalten. Ne? So, nimm das Ding mit. So, dann noch mal einmal E, einmal V. Ja, das habe ich jetzt gehofft, dass es dahin geht. Wunderbar, den stellen wir schön weit hinter. So. Ach ja, stimmt, die Erfolge. Spielen Sie eine Wette beim Blackjack im Casino. Machen wir. So, Wert des Parks steigern. Jawohl, 1.000 Dollar. Riesenrad betreiben. Wunderbar. Kamikaze betreiben. Okay, dann spiele Wette, Dingsbums. Warte mal, ess mal was erst. Und dann sollte ich nochmal durchschauen, ne? Wegen den Reparaturen. 80%, 70%. 70%, 100%, wir brauchen Eis, ne? P-Mail, Sturmabfälle beseitigt, wunderbar, so kürze ich das. Fast and Faster, Bestände, Eiscreme-Vorrat, boah,
100 Stück, wenn ich da kaufe, dann sind es 11.000, also Kauf. Was haben wir denn bei dem anderen noch? 71, da könnten wir mal 50 Stück kaufen und da kaufen wir 25, so 117, 120, ja, das passt schon. Die gehen ja alle immer an die Stände ran, also von daher, wir kriegen ja ganz gutes Geld da, denke ich mal. So, Pool, der bringt mir eigentlich sonst nichts, außer hübsch dazustehen, ne? Dann machen wir halt einmal die Wette beim Blackjack. Ich hoffe nicht, dass ich da jetzt... Oh Gott, ich muss nach oben, ne? Jetzt hoffe ich, dass das eine einmalige Gebühr war mit den 1000 Dollar, dass ich die jetzt nicht nochmal zahlen muss. So, low me raus. So, weil hier haben wir nämlich keinen Blackjack. Und hier müssen wir tatsächlich nochmal zahlen. Ne? Oh, meine Güte. So, wenn es wenigstens was wäre, ne? Wo man einmal zahlt und dann ist gut. 10. Passieren? Treffer? Hä? Passieren würde ich sagen. Achso. Ja, guter Ausgang. Fangen Sie einen von 20 was Kunden ohne Ticket. Ja, und die soll jetzt ich fangen. Du hast eine Leistung abgeschlossen. Piratenschiff betreiben, wunderbar. Sind nochmal 100 Dollar. Das sind nochmal 100 Dollar. Autoscooter wird auch bald uns was bringen. Wert des Parks steigen auf 100.000. So, wie spät ist jetzt? 16 Uhr. Ab 17 Uhr kann ich mit den Mädels hier quatschen, ne? Das habe ich ja schon geholt. Was haben wir denn da? Hübsche Frau plus 10. Plus 10. Plus 30. Körperlicher Zustand. Ich denke mal, dass das mir die Energie nach oben haut. Machen wir mal. 17 Uhr, okay. Warte mal, dann mal die halbe Stunde, ist doch egal. Was können wir denn hier machen irgendwie? Da ist nichts. Vielleicht schaffen wir das ja. Ich glaube, das können wir sogar schaffen hier. Schön easy, einmal hier, einmal ringsrum. Jetzt haben wir 17 Uhr, das heißt, dann können wir dann als nächstes zu einer der Ladies gehen. Mal gucken, ob es hier mehr gibt. Nein, lass mich. $100, naja. Es hat sich zumindest jetzt gelohnt, um die Zeit zu überbrücken. Ne? So, dann lass uns mal gucken, was da passiert. Lady, du hast plus 30. Um die Geschwindigkeitsfähigkeit im Fähigkeitenbereich zu halten, musst du mit einer Frau flirten und erfolgreich sein. Als Gegenleistung steigt deine körperliche Verfassung und du kannst deine Geschwindigkeit bei ausreichender Verfassung erhöhen. Okay, hallo. Aha. Könnte ich mich euch anschließen? Ich bin der Besitzer des Vergnügungsparks der Straße runter. Niemand hat gefragt. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Okay, ich entschuldige mich. Ich war vielleicht etwas bla. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein wohlhabender Geschäftsmann. Ich bin der Besitzer. Wohlhabender Geschäftsmann Elon Tusk. Oh mein Gott, könnten Sie mir einen Chip... Was? Es gibt ein Beispiel, das wir mir ausführen. Leider gibt... Was? Ist es noch nicht vorbei? Das ist wirklich traurig. Ja, aber ich mochte dich. Wenn es vorbei ist, kann ich es dir kostenlos geben. Er mochte mich. Okay, aktuell ist Level 18. Meine Nummer? Okay. Ich kann deine Nummer haben, aber ich kann dir meine nicht geben. Natürlich, ich kann es nehmen. Hier ist die Nummer. Wenn es fertig ist, werde ich dich anrufen. Ausgezeichnet.
Es wird spät. Ich lade dich zu mir nach Hause für den Rest der Nacht ein. Natürlich, lass uns gehen. Bring sie nach Hause. Wenn du sie nach Hause bringst, wirst du morgen früh aufwachen. Bist du sicher? Ja, ja. Mach ruhig. Playboy. Have a successful night with a lovely woman. Okay. Okay, also haben wir mal eine Frau abgeschleppt. Das ging bloß da unten so schnell mit den Sätzen, dass ich eigentlich gar nicht wusste, was ich jetzt halt klicken soll. Na gut, dann haben wir das auch. Na komm, lad. Dann sind wir wenigstens auch wieder gleich voll. Wir haben eine E-Mail. Letzte Nacht, Sturm, Müll beseitigt, wunderbar. So kürze ich das. So, jetzt schau mal noch wegen deinen Fähigkeiten. Verringert die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde Müll fallen lässt, Standard 50, nochmal minus 20%. Machen wir. Das kostet 5000. Machen wir. So, damit hätte ich den Müll schon mal ausgebaut. Reduziert die Hungergeschwindigkeit. Machen wir. Schick 15.000, ey. Benötigt 30, 50 physischen Zustand zum Freischalten. Das ist jetzt das, okay. Da müssen wir quasi die 50 erreichen und dann passt es. So, gleiche Adrenalinspiegel für Maschine und Kunde ist Trinkgeld plus 200. Kosten 5.000. Machen wir mal. Schauen wir mal, das nächste kostet dann 20.000. Aber wir kriegen mehr Geld zusammen, ne? So, haben wir eigentlich jetzt halt hier alles? Ja, da haben wir alles. So, wir haben noch 1400, aber wir können... Schalten wir mal zwei noch frei. Schaden kann es nicht, ne? So, jetzt muss ich nur schnell reparieren. Bevor die mir jetzt die Maschinen kaputt donnern. Ja, lass mich raus. Da sind wir nämlich auch schon bei 40%. Ne? Ich denke mal, wenn wir jetzt dann Geld einsammeln, dann wird ein bisschen was zusammengekommen sein. 54, dann repariere ich dich auch gleich. Hier werde ich wenigstens nicht rumgeschoben von den Leuten. So, und dann haben wir hier noch $50 zum Reparieren. So, blau und, na komm, gelb. So, dann schauen wir mal die anderen an. Da haben wir $500 drin. Du hast auch noch $770. Du bist bei 80%. 2700. Okay, bei 35%. Das sollten wir jetzt auf jeden Fall, ne? Hallo? Geh da ran. So, das haben wir ja automatisch. So, hier sind wir bei 50%. Ich muss ich auf jeden Fall reparieren. Ich denke, dass ich die anderen beiden auch reparieren muss. Und da sollte ich echt drauf achten, weil wenn die kaputt gehen... Oh, 2800. Wenn die kaputt gehen, dann wäre das nicht so toll. 5400 und die Reparatur kostet 500. Aber der ist ja noch sogar bei 90%, ne? Was hast du? Du hast schon 1905. Also die Eisbude, die bringt richtig Geld, ha? Habe ich dich jetzt schon kontrolliert? Nee, ne? 2300, Gesundheit bei 90. Okay. Dann können wir mal schauen, ob wir noch irgendwie Gelände freischalten können. Das kostet nämlich ein Tausender. Das können wir auf jeden Fall machen. Können wir vielleicht sogar fast ganz ausbauen. Nee, das ist schon riesig. Das ist schon sehr viel Platz, ne? Aber jedes Feld kostet hier nur ein Tausender. Bin mal gespannt, ob das irgendwann teurer wird. Weil die waren hier alle für ein Tausender. Ne, 1000. Okay. Jetzt haben wir richtig viel Platz. Ne? Jetzt kann man natürlich dann auch wirklich anfangen, nochmal 18 von 20 Kunden, also zwei Kunden fehlen noch. So, was haben wir hier? 85, 75, 94, 92. Die Essensbuden geben aber mit am meisten Geld, ne? Also, ich meine, klar, wenn ich jetzt nicht alle
alle Minute hingehe zum Abkassieren, dann natürlich nicht, ne? Aber nicht schlecht. So, das Einzige, was jetzt halt natürlich noch fehlt, ist das Geld, um die nächstgrößere Maschine zu kaufen. Aber ich würde sagen, dass ich die Arcade-Maschinen ein bisschen anders aufbaue. Angstlevel Mittel, da kann ich eh nichts verändern, ne? Verdienen Sie 10.000 an einem Tag? Naja, das sollte kein Thema sein. Heute werden wir das wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber am nächsten Tag denke ich schon, dass wir das schaffen können. So, gerade aktuell können wir nicht viel machen, ne? Da können wir jetzt bloß warten, bis die Fahrgeschäfte laufen, bis es Abend wird. Ach, Jungs, ehrlich, ihr kriegt gleich alle zwei eine am Dez. Jawohl, brav. Erfolg abgeschlossen, dann schauen wir doch gleich einmal. Boxmaschine ist kurz davor zu brechen, oje. Mach zu. Die haben wir doch gerade schon repariert. Die ist bei 80%, die bei 60%. Ich meine, gut, bei 60% kann man es dann eigentlich auch schon reparieren, aber warum hatte ich jetzt die Mail? So, gehen wir mal auf, warte mal, was war das? C. Jawohl. Autoscooter fehlt noch einmal. Haben wir schon 475, ne? Wenn ich jetzt hier noch einsammeln gehe. Da sitzen auch schon einige drin. 1200. 450. 700. 900. Achso, und das sammle ich ja automatisch. Also an dem heutigen Tag glaube ich nicht, dass es hinhaut mit dem Verdienst. Das wird eher dann am nächsten Tag sein. Von Anfang an, wenn man dann den Tag hat. Aber wir haben schon 5000, also wenig ist es nicht. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was ich jetzt noch zeigen soll, weil wir können das Ding ausbauen. Es gibt noch nicht alle Fahrgeschäfte, die kosten auch extrem viel Geld. Ich denke wirklich, dass wir genug von dem Spiel jetzt gesehen haben schon. Das, was man vielleicht machen könnte, wäre eine Arcade-Ecke noch einzurichten. Dass wir nochmal Automaten holen. Oder generell mal gucken, wir haben jetzt 9.000, das ist nicht viel, ne? Weil das Fahrgeschäft, das kostet ja schon 12.000, glaube ich, das eine neue. Maschinenladen, Standgeschäfte, du fährst zu schnell, ja, ist in Ordnung. So. Ja, und da kommen noch andere Sachen, ne? Ich weiß nicht, es lohnt sich, glaube ich, nicht, dass ich da nochmal einen kaufe, einen Eisstand. Ich glaube es nicht. Goodbye. Ja, goodbye. Welcome. Schießstand. Und das Ding kostet halt 25.000. Das wäre natürlich schon interessant, die Dinger zu sehen, ne? Aber das Geld bekomme ich eh nicht mehr zusammen. Und dann die Achterbahn, die geht anscheinend durch den kompletten Park. Keine Ahnung. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben. Es gibt ja mehr solche Spiele. Park Beyond oder wie der heißt, der eine. Ich weiß nicht, welche davon gut sind. Also ich würde halt ungern mein Geld jetzt halt irgendwo reinstopfen in ein Spiel, wenn's dann nicht gut ist. Aber schreibt mir gerne mal Vorschläge rein in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. So, was haben wir denn? Amusement, ja. Parkflächen. Du und deine Parkflächen. Ist in Ordnung. Fähigkeiten. Ja, Hunger ist jetzt nicht unbedingt so relevant. Vor allem, das kostet halt 5.000, weißt du. Davon kann ich einige Male essen auch. Aktuell ist Level 19. Okay.
Parkmanagement ist eigentlich ganz okay. Spank Bank. Nee. Schau mal auf C. Autoscooter. Aber wie gesagt, wir könnten höchstens noch solche Arcade-Maschinen kaufen. Weil ich sage, okay, ich kaufe noch mal zwei davon oder zwei davon. Vogelschießen vielleicht. Dann holen wir zwei davon und den hier. Weil ein bisschen Geld bringt es ja immer und das Geld, das sammelt man ja automatisch ein. Da brauche ich nicht einmal hin. Das Einzige, wo wir hin müssen, das ist wegen dem Reparieren. Ne? So, fahrt ihr alle wieder weg von mir? Ja, jedes Auto, was dahinter fährt, möchte zu mir in den Park, ne? Und jedes Auto, was zurückfährt, hat's entweder war entweder da im Park oder hat keinen Platz mehr gefunden. Aber Parkplätze müssen eigentlich genug da sein, ne? So. Dann hätte ich mir gedacht, mit den Arcade-Maschinen könnte man doch irgendwo noch ein paar Lücken füllen. So hier so an die Bäume ran zum Beispiel. Zack. Da muss ich bloß schon mal schnell reparieren. Kunde zufrieden. Oh, da kommt jetzt auch nochmal ihr Geld rein. Stimmt ja. 65 ist egal, machen wir mal. Na komm. Ist bei 86, bei 80. Aber Müll hat bisher noch nicht wirklich Auswirkungen, ne? Hallo, mach das weg. Also zumindest kann ich nichts feststellen, dass es irgendwelche Auswirkungen hätte. Da haben wir noch. Was haben wir da? 750 haben wir da schon wieder drin. So, was haben wir hier? 700. Warte mal, den hast du nicht leer gemacht, ne? 600. 1900. Kaufen und platzieren Sie ein Piratenschiff, das haben wir schon. Fangen Sie 50 Kunden ohne Ticket, okay. Also da gibt es immer wieder solche Aufgaben, das finde ich nicht schlecht. Weil die bringen ja auch dann nochmal ein bisschen Geld ein. Also an sich, wenn die Grafik nicht so bescheiden wäre, muss ich sagen, ist es doch ein wirklich ganz nettes Game. Also macht schon irgendwie Spaß. So, aber das soll es jetzt auf jeden Fall gewesen sein. Ich denke, wir haben jetzt genug gesehen. Wenn, dann würde ich das Spiel eher nochmal machen, wenn das vom Early Access her noch weiter ist, wenn es da noch einige Updates gab. Wenn man dann noch die zusätzlichen Buden und so weiter freigeschalten hat, die es da noch gibt. Ne, weil wir wissen ja, hier bei den Buden, da ist noch nicht alles freigeschalten. Das sind die Sachen, die es gibt. Aber es war ja noch einiges, was noch nicht freigeschalten war. Ne? Also von daher machen wir das einfach mal, wenn es dann wieder was gibt. Für was ist denn eigentlich das Zelt? Aber 9000, ehrlich, nee. Flaschenwerfer. Ich weiß nicht, ob mir die Dinge irgendwas bringen, aber ist egal. Na gut, Leute, also ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für euer Feedback. Ich hoffe, es war jetzt okay, dass wir nochmal die zwei Parts gemacht haben. Aber mehr, wie gesagt, mache ich jetzt halt nicht mehr. Das ist ausreichend jetzt hier. Aber mich interessiert natürlich euer Feedback, das ist ganz klar. Ne? So, und ansonsten würde ich sagen, lasst mir ein Like da, schreibt was in die Kommentare, nicht vergessen, Abo dazulassen, wenn noch nicht passiert, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ba, ba, da, ba, ba.